Germany's Next Topmodel. Weshalb Heidi Klum verlogen ist. So's. Moin Freunde, wir haben uns mal wieder eine kleine YouTube-Kacke gewagt. Dazu kleine Triggerwarnung, wenn ihr härteren Humor nicht abkönnt oder nicht mögt oder was auch immer, guckt das Video nicht, weil wir wollen es hier wirklich komplett austoben. Und die YouTube-Kacke ist einfach für die Leute da, die sowas halt auch eben fühlen. Und für alle anderen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Takes, die Heidi eigentlich in ihrem Statement droppen wollte. Endlich geht es wieder los, die 18. Staffel. Nachdem ich mir so viel Alkohol reingezogen habe, möchte ich jetzt auch einmal Hass posten. Und nicht nur ich habe Verachtung gegen unsere Model-Kandidatinnen, sondern auch die Sendung hat sich über die Jahre kontinuierlich als Plattform für Manipulation und Mobbing präsentiert. Und das werde ich auch weiterhin so handhaben. Ich kann Ihnen auch verraten, woher mein Hass kommt. Ich komme aus einer Zeit, in der die Branche noch ganz anders funktioniert hat. Es gab ausschließlich Körperverletzungen für uns und wer nicht in die 34 gepasst hat, wurde tausendfach geschlagen. So wie ich zum Beispiel sehr oft in meinem Leben. Die ganze Branche schreibt sich Diversity auf die Fahnen, aber wo die Menschen würde bei anderen aufhört, machen wir bei Germany's Next Topmodel ein ganzes Stück weiter. Wir sind nun mal eine Reality-Sendung. Es gibt Text und es gibt eine Storyline. Alles, was die Models tun und sagen, ist einzig und allein für die Reichweite und Bekanntheit in meiner Show. Wir erschaffen also auch mit Hilfe des Bildschnittes einen anderen Menschen. Das ist einfach nur ekelhaft, die gehört in die Hölle, Mann. Es ist selbstverständlich in meinem Interesse, dass sich eine Kandidatin meiner Show verletzt. Es werden Schuhe angesägt und es wird ein Laufsteg manipuliert. Die Sicherheit meiner Kandidatin hat stets keine Priorität. Hast du dir wehgetan? Ja. Gut. Es wird auch manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht, so wie in der realen Fashion-Welt auch. Das Thema Jugendschutz liegt wer nicht am Herzen. Die Kandidatinnen führen eine Einkaufsliste und bekommen keine Lebensmittel, die sie sich wünschen. Aber jetzt wenigstens Zigaretten und Alkohol werden für die Models gekauft, weil wir eine Fürsorgepflicht für sie alle haben. Unsere Models dürfen ihre Villa auch nicht verlassen. Ich wollte sagen, dass mich es heute gefreut hat. Es war sehr interessant, ja? Aber ich habe bemerkt, es ist nicht für mich. Ist nichts für dich? Nein. Ich sag's immer wieder, du bist hier gefangen. Sie wollte uns verlassen, habe ich gehört. Ja, das hat man uns gesagt. Stimmt das? Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Zum Thema Füße eincremen. Ja, unsere Models werden die Handys abgenommen, damit sie sich auf den Wettbewerb konzentrieren können und damit sie auch nicht Fußbildsprachen verkaufen, was einige Kandidatinnen in der Vergangenheit schon getan haben. Ich gebe ihnen gerne eine Plattform. Was sie dann daraus machen, das haben sie selbst in der Hand, indem sie ihre Füße mit Öl eincremen. Bei uns haben auch die eine Chance, die man sonst nicht sieht. Die ganz Kleinen zum Beispiel. Oder die ganz, ganz Großen. Jede Frau unter 18 darf sich bei mir bewerben. Und ich kann Ihnen schon mal so viel verraten. Ganz, ganz viele haben das auch dieses Jahr getan. In 17 Staffeln Germany's Next Topmodel habe ich mehr als 350 Kandidatinnen ihre eigene Entscheidung genommen. Die Kandidatinnen werden von jetzt auf gleich zu Schlampen. Was sie sagen und posten, wie sie sich präsentieren, mit wem sie sich gut und mit wem weniger gut verstehen, darauf habe ich keinen Einfluss. Im Übrigen wird jede Sendung seit Staffel 1 nur gestellt. Hauptsache, die Germany's Next Topmodel Kandidatinnen stellen sich bloß. Aber eins bleibt gleich. Ich suche immer noch nach einer Selbststellung mit dem Gewissen etwas. Ey, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Und für mehr YouTube-Kacke abonniert auch gerne diesen Kanal hier. Wir haben auf jeden Fall noch ein, zwei Ideen, was man sonst noch, was man noch machen könnte. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Haut rein. Ciao. Hallo.